Hallo und willkommen zu Kapitel 7 in unserer Vorlesung Verteilten Systeme. In diesem Kapitel unterhalten wir uns über eine andere Art, Kommunikation zu strukturieren, und zwar über die sogenannte Gruppenkommunikation. Es ist die Vorstellung, dass wir die Kommunikation zwischen den Mitgliedern einer Gruppe oder auch zwischen einem Außenstehenden und der Gesamtheit einer Gruppe in einer besonderen Art und Weise strukturieren müssen, um den besonderen Anforderungen einer Kommunikation an mehrere Rezipienten, an mehrere Empfänger gerecht zu werden. Wir werden das tun, indem wir uns zunächst mal über Multicasting als grundlegende Idee unterhalten. Wir werden Semantik für Ordnungsbeziehungen definieren müssen. Das wird sich als deutlich aufwendiger als im Unicast-Fall herausstellen. Und danach reden wir über den Fall, dass sich die Gruppenmitgliedschaft ändert. Davor gehen wir immer von statischen Mitgliedschaften aus. Zum Schluss schauen wir uns an, wie man eine dieser verschiedenen Ordnungssemantiken effizient, elegant, einfach implementieren kann durch das Konzept der sogenannten logischen Zeit. Und dann runden wir das noch mit ein paar kleineren Fallstudien ab und haben danach das Kapitel 7 dann auch erfolgreich beendet. So, lassen Sie mich anfangen, über Multicast als darunterliegendes Konzept zu sprechen. Bis jetzt haben wir ja Unicast-Nachrichten unterstellt. Ein Sender, ein Empfänger. Das ist eine einfache Semantik. Man kann auch leicht darüber reden, was man unter Zuverlässigkeit, Dependability in diesem Kontext versteht. Keine Nachricht geht verloren, Reihenfolgetreue ist leicht aufzusagen, etc. etc. Unicast ist ein einfacher Fall. Was ist mit Multicast? Multicast meint die Möglichkeit, die Fähigkeit, eine Nachricht nicht nur an einen Adressaten, sondern an eine Gruppe von Adressaten zu senden. Im Gegensatz zum Broadcast. Broadcast meint in der Regel an alle möglichen erreichbaren Teilnehmer. Multicast meint, ich kann eine Gruppe in irgendeinem Sinne explizit aufsagen. Als Teil der Nachricht, im Vorfeld der Nachricht wird eine Gruppe erzeugt und dann an eine Gruppenidentifier geschickt. Das ist relativ egal, aber ich habe die Vorstellung, es gibt eine wohl abgezirkelte, abgeteilte Gruppe, an die ich eine Nachricht schicken möchte. In der Regel meint man damit an alle Gruppenmitglieder. Das ist eine Regel, die für dieses Kapitel gilt, die wir im nächsten Kapitel aber sofort wieder aufweichen werden. Es hängt nämlich davon ab, von welchem Szenario wir sprechen. Beispiel: Ein Szenario, bei dem ich meine Gruppenmitglieder für Zuverlässigkeit benutze und auf jedem Gruppenmitglied die gleiche Zustandsinformation halte. Denken Sie Zustandsautomat, endlicher Zustandsautomat. Dann werden irgendwelche Updates passieren müssen. Denken Sie Events an den endlichen Automaten. Dann werden irgendwelche Updates an diesen Zustand gerichtet sein. Und dieser Zustandsupdate, diese Nachricht, sollte bei allen Gruppenmitgliedern ankommen. Wenn sie nur bei einem oder zweien oder manchen nicht ankommt, dann werden diese Gruppenmitglieder ohne die Nachricht diese Zustandsänderung nicht sehen. Und unser Zustand ist inkonsistent geworden. Unterschiedliche Gruppenmitglieder halten unterschiedliche Dinge für wahr und das wollen wir natürlich nicht. Also in einem solchen Szenario möchte ich oder muss ich fordern, dass meine Aktualisierungsnachrichten, meine Updates-Nachrichten an alle Gruppenmitglieder gerichtet sind und dort auch tatsächlich ankommen. Ein anderer Fall ist, wenn ich meine Gruppe für einen anderen Zweck benutze. Stellen Sie sich vor, ich benutze meine Gruppe dazu, Lastbalancierung zu betreiben in einem zustandslosen System. Und ich möchte meine Nachricht als Aufträge an diese Gruppenmitglieder auffassen. Und es reicht mir völlig aus, wenn ein Gruppenmitglied diese Nachricht bearbeitet. Hauptsache, der Auftrag wird bearbeitet. Dann möchte ich eigentlich nicht, dass sie an alle gerichtet wird. Dann bin ich eigentlich eher damit zufrieden und glücklich, wenn ich sicherstellen kann, dass eine Nachricht an genau ein Exactly One Gruppenmitglied ausgeliefert, zugestellt wird. Sie merken, es hat unterschiedliche Zwecke. Es kann Gruppen geben, bei denen ich die Semantik haben möchte, Nachrichten an alle Mitglieder, oder Gruppen geben, Nachrichten an ein Mitglied. Beides hat seinen Sinn und Zweck, aber dient unterschiedlichen Sinnen und Zwecken. Und wie gesagt, in diesem Kapitel kümmern wir uns hier um den ersten Fall. Ich möchte eine Nachricht an alle Gruppenmitglieder zugestellt wissen. Okay? Um das nochmal zu illustrieren, Sie erinnern sich an das Beispiel aus Kapitel 4.3,
ich hoffe, es ist wirklich Folie 41, dann habe ich genau diese Situation. Ich habe eine Servergruppe gehabt, die untereinander in irgendeinem Sinne Zustand aktuell halten muss und konsistent halten muss. Und ich hatte Clients, die Nachrichten an diese Gruppe schicken sollten. Und jetzt hat hier Multiclass schon zwei sinnvolle Einsatzzwecke. Es kann der Einsatzzweck sein, dass eine Nachricht von einem Klienten an die Gruppe, an die abstrakte Gruppe als Ganzes gehen soll, ohne dass der Klient wissen muss, wer die Gruppenmitglieder sind, wie die einzelnen heißen, was die IP-Adressen der einzelnen Gruppenmitglieder sind. Das kann dem Klient egal sein und vielleicht geht es ihn auch sogar nichts an. Vielleicht ist hier die Grenze eines Rechenzentrums und ich möchte solche Details überhaupt nicht nach außen preisgeben. Ich habe eine abstrakte Gruppen-ID. Ich habe also statt der Vorstellung, dass ein Klient eine Nachricht an alle diese einzelnen Server separat, an einzelne IP-Adressen schickt, eine einzelne Adresse, an die der Client seine Nachricht schicken kann. Das mag jetzt vielleicht ebenfalls wieder eine IP-Adresse sein, die anders behandelt wird. Das kann aber auch irgendwas ganz anderes sein. Wie gesagt, das tut hier überhaupt nichts zur Sache. Der zweite Zweck kann sein, dass ich Multicast innerhalb der Gruppe meiner einzelnen Server hier einsetzen möchte. Server 1 weiß von irgendetwas, was seine Kollegen interessiert und nutzt eine Multicast-Nachricht, um alle seine Kollegen hier zu informieren. Je nachdem, wie man das jetzt genau formuliert, wenn man sagt, okay, sie wird an alle zugestellt, dann wird die Nachricht ja auch wieder bei Server 1 zugestellt werden. Aber das ist okay, damit kann ich leben, dass eine Nachricht auch bei mir als Sender, sofern ich Gruppenmitglied bin, auch bei mir als Sender wieder ankommt. Das ist nicht schädlich. Das kann ich, wenn ich mich nicht für diese Nachricht interessiere, kann ich das im Zweifel ja leicht ausfiltern. Okay, also das ist der gedankliche Kontext, in dem wir uns bewegen. So, wie machen wir das jetzt? Naja, eine Idee ist ja schon angeklungen, wie man das realisieren kann. Wir machen einfach replizierte Unicasts. Der Sender schickt separat zu jedem Einzelnen eine dedizierte Nachricht, eine ganz normale Unicast-Nachricht. Ja, kann man als erste Idee sicher mal sich überlegen, hat aber Nachteile. Wenn man das vergleicht mit der Idee, dass ich tatsächlich Multicast als ein Kommunikationsprimitiv, als eine direkte Möglichkeit, ein Kommunikations-API zu benutzen, doch ein paar wesentliche Nachteile. Ein wesentlicher Nachteil ist zunächst einmal einfach Bequemlichkeit. Es ist für das Anwendungsprogramm, das jetzt hier diese Zustandsupdates schicken möchte, einfach bequemer, wenn es sagen kann, an diese Gruppe eine Nachricht fertig. Es muss sich nicht mit der Liste der Gruppenmitglieder auseinandersetzen. Was passiert, wenn die sich vielleicht doch ändert? Was passiert, wenn ich nur von manchen Bestätigungen bekomme und so weiter und so weiter. Es ist einfach unpraktisch, es ist einfach bequemer, das zu tun. Und vielleicht habe ich auch ein darunterliegendes Kommunikationssystem, sei es IP, sei es Ethernet oder ähnliches, das durchaus in der Lage ist, das effizienter zu tun als replizierte Unicast. Ich mache Ihnen ein kleines Beispiel, was ich damit meine. Lassen Sie mich das kurz aufzeichnen. Die Idee ist, wir vergleichen replizierten Unicast, das mehrfache Senden einer Unicast-Nachricht an mehrere Teilnehmer mit einem Multicast, der direkt durch ein darunterliegendes Kommunikationssystem erbracht werden kann. Und das Beispiel, das ich anführen möchte, ist folgendes. Angenommen, Sie haben Ihren Client und Sie haben auf der anderen Seite Ihre Servergruppe. Server 1, Server 2, Server 3. Hier ist unsere Servergruppe, sodass ich meine Multicast-Nachricht an alle diese Gruppenmitglieder innerhalb dieser Servergruppe richten möchte. Und dazwischen ist das große, weite Internet. Und jetzt haben wir hier vielleicht den Eingang zu unserem Rechenzentrum, mit dem wir reden. Und vielleicht gibt es hier einen Router. Und dieser Router hat jetzt hier Kommunikationsverbindung mit diesen einzelnen Servern. Und hier gibt es natürlich auch noch viele, viele weitere Router, die ich jetzt gar nicht hier im Einzelnen einzeichnen möchte. Aber Sie wissen, was ich hiermit andeuten will. So, Fall 1 Multicast durch mehrfachen Unicast. Sie wissen, irgendwoher weiß Ihr Client, dass es drei Mitglieder in dieser Gruppe gibt, hat auch irgendwo die IP-Adressen bekommen und sendet jetzt einfach Nachricht an Server 1, Nachricht an Server 2
und Nachricht an Server 3 und musste damit drei Nachrichten schicken. Oder für eine Servergruppe der Größe N müssen Sie N Nachrichten schicken, im Wesentlichen über Ihr gesamtes Netz. Wenn Sie im Gegensatz dazu, Fall 2, ein Multicast-fähiges Kommunikationsnetz haben, bei dem Sie direkt diese Gruppe als Ganzes adressieren können, dann schicken Sie eine Nachricht die nur dort repliziert wird, wo nötig. Die nur dort mehrfach gesendet wird, wo nötig ist. Und das wäre in diesem Beispiel, das wir hier haben, nicht im Internet. Ich mache das mal etwas dicker, damit man das sieht. Hier reicht es, eine Nachricht zu senden. Es ist eine Nachricht, die wir hier aufsplitten müssen in drei Einzelnachrichten. Und damit haben Sie eigentlich hier wieder ungefähr eine Nachricht, wenn Sie das über das gesamte Netz mitteln. Sie müssen hier auf diesem letzten Hopser, da müssen Sie es natürlich dreimal schicken, weil Sie an drei Server wollen. Aber das ist im Prinzip vernachlässigbar zu dem Aufwand, den Sie sparen, wenn Sie hier sich im gesamten Netz bewegen. Also das ist natürlich viel, viel schöner. Das ist natürlich das, was Sie letztlich haben wollen hier. Ist das Internet multicastfähig? Naja, manchmal ja, manchmal nein, das hängt von Ihrem Provider ab. Möglicherweise ja, wenn Sie das innerhalb, mal ja, mal nein, wenn Sie das innerhalb Ihres eigenen Providers oder innerhalb Ihrer eigenen Domäne tun, können Sie das alles so einrichten, dass das geht. Es kann auch auf Ethernet-Ebene direkt gehen. Auch da haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie an einem Ethernet-Switch angedockt sind, ist es oft möglich, den so zu konfigurieren, dass Sie direkt eine Nachricht als eine wirkliche physikalische Ausbreitung der Nachricht entsprechend erhalten. Da müssten wir in der Rechnernetze-Vorlesung viel mehr im Detail dazu reden. Nehmen wir das einfach mal so hin. Es läuft darauf hinaus, dass es auf jeden Fall deutlich billiger, weniger aufwendig ist als mehrfache Unicasts. Das ist das Bequemlichkeits- und das Aufwandsargument, aber das ist nicht das schlagende Argument. Das entscheidende Argument ist, dass das nicht das gleiche ist. Erinnern Sie sich an diesen replizierten Unicast von gerade eben. Was ist denn die Bedeutung, wenn nach dem Senden der ersten Nachricht, die durch das Internet verbreitet wird, unser Client abstürzt? Er fällt aus. Er kann die zweite und die dritte Nachricht nicht mehr senden. Aber er hatte die Verantwortung, das zu tun. Die Verantwortung zur Realisierung dieses Multicasts lag beim Client. Ist das sinnvoll? Vielleicht kommt diese Nachricht ja bei unserem Server 1 tatsächlich auch an. Der könnte sich jetzt ja im Prinzip wenigstens darum kümmern, diese Nachricht auch an seine Kollegen auszubreiten. Aber er weiß es ja nicht. Es ist für ihn aus seiner Sichtweise eine ganz normale Unicast-Nachricht. Er hat keinerlei Indiz dazu, dass es irgendwie einer besonderen Behandlung bedarf. Das heißt, die Tatsache, dass wir ein Multicast einführen, hat neben Bequemlichkeits- und Leistungsfähigkeitsargumenten einen semantischen Grund. Es hat den Grund, dass dann alle Teilnehmer an einer solchen Kommunikationsbeziehung wissen, dass es um eine solche Nachricht geht und sie entsprechend behandeln können und gegebenenfalls Verantwortung übernehmen können, um das Zustellen der Nachricht an alle Adressaten, an alle Gruppenmitglieder sicherzustellen, obwohl vielleicht eventuell irgendjemand anders ausgefallen ist. Das ist der wesentliche Grund. Wir brauchen diese Zustellungssemantik. Wir müssen sicherstellen, dass die Nachrichten dort ankommen, wo sie ankommen sollen. Das leisten wir im replizierten Unicast nicht. Da bleibt die Verantwortung auf einem einzelnen Gerät. Sie haben einen Single Point of Failure. Wenn der ausfällt, ist es nicht nur so, dass die Nachricht als Ganzes nicht ankommt. Das wäre ja okay vielleicht noch. Sie kommt bei manchen an und bei manchen nicht. Und das ist doof. Nichtsdestotrotz, auch ein solcher Multicast, den Sie durch ein Ethernet oder IP realisieren, auch der wird typischerweise nicht perfekt funktionieren. Typischerweise, wenn Sie ein IP mit Multicast-Support haben, dann ist das immer noch ein IP im Sinne von, es ist ein Best-Effort-Netz. Das heißt, da kann auch so ein Multicast-Paket, IP-Paket verloren gehen. Also, nicht so schön. Was kann denn noch schief gehen? Es kann verloren gehen, klar.
Und damit habe ich wieder das Problem aus dem replizierten Unicast. Die Nachricht erreicht manche, aber nicht alle. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wenn sie bei manchen ankommt, dass es so eine Multicast-Nachricht ist. Und ich habe wenigstens eine Chance, irgendwas zu tun. Was kann noch schief gehen? Meine Verzögerungen können sich wieder verändern und insbesondere wieder zwischen den einzelnen Teilnehmern, Client zu Sender 1, Sender 2, Server 1, Server 2, Server 3 deutlich variieren. Und insbesondere, was passiert, wenn Sie mehrere Clients haben, die zu unterschiedlichen Gruppenmitgliedern senden wollen. Ihre Latenzen, Ihre Delays dazwischen können stark variieren. Das wird uns viel Bauchschmerzen machen, das zu reparieren, aber das reparieren wir. Und ja, irgendwelche Teilnehmer können immer ausfallen. Nicht? Das ist immer ärgerlich, aber auch damit werden wir umgehen müssen. So, wie tun wir das? Wie tun wir dieses Umgehen? Wir bauen ein Multicast-Protokoll. Wir bauen ein Protokoll, das die Annahme hat, dass wir irgendwie darunter in IP, Ethernet oder sonst irgendwas so einen primitiven Multicast haben, so einen Underlying Multicast Mechanism, der aber Verluste hat, Verzögerungen und so weiter, der also nicht das leisten kann, was ich von einem schönen Multicast erwarte. Also müssen wir es ihm beibringen. Also müssen wir obendrauf ein weiteres Protokoll setzen. Und das machen wir vielleicht besser in dem Bild. Hier steht zwar die Definition der Begriffe, aber im Bild sieht man das vielleicht schöner. Das Bild will meinen, ich habe irgendwo mein darunterliegendes Netz mit einem unverlässlichen, nicht so funktionierenden Multicast, den ich gerne hätte. Ich habe meine Anwendung, die mit Sender, Empfänger 1, Empfänger 2, alles irgendwie Gruppenmitglieder hier austauschen möchte. Gruppennachrichten, Gruppenkommunikationsnachrichten austauschen möchte. Und um diese semantische Lücke zu schließen zwischen dem, was ich mir hier oben wünsche und dem, was ich da unten kann, um diese semantische Lücke zu schließen, füge ich ein Multicast- oder Gruppenkommunikationsprotokoll ein, bei dem es ein oberes API und ein unteres API gibt. Und von oben kann die Anwendung an dieses Multicast-Gruppenkommunikationsprotokoll eine Nachricht übergeben. Hier spricht man von Origination. Das ist das semantische Erzeugen. Hier entsteht diese Nachricht. Diese Multicast-Nachricht kann losgeschickt werden auf dem darunterliegenden Medium. Stellen Sie sich Ethernet vor. Dann kommt es zu einer Übertragung. Es ist ein Transmission. Auf der Seite der Partner, das passiert in der Mitte hier natürlich auch. Ich habe es jetzt der Einfachheit halber nur rechts hingemalt. Auf der Seite der Empfänger gibt es erstmal die Reception der Nachricht vom darunterliegenden Kommunikationsmedium. Und irgendwann hat sich dieses Ding hier zusammen mit seinen Kollegen auf den anderen Teilnehmern, hat sich diese Protokollschicht und diese einzelnen Protokollentitäten darauf geeinigt, jawohl, diese Nachricht darf jetzt tatsächlich an die Anwendung oben drüber zugestellt, ausgeliefert, delivered werden. Okay? Wir haben also Origination und Delivery als die Beziehung zwischen der Anwendung, die etwas will, und dem Gruppenkommunikations-Multicast-Protokoll. Ich benutze die Begriffe hier synonym. Multicast-Protokoll, das Semantik der Gruppenkommunikation sicherstellen soll. Und wir haben Transmission und Reception als etwas, was bezüglich einer darunterliegenden Kommunikationsschicht funktioniert. Wenn Sie hier unten drunter gar keine Multicast-Fähigkeiten haben, nicht mal unverlässliche, ist das auch nicht tragisch. Dann können wir uns hier tatsächlich doch überlegen, dass wir halt auf einen replizierten Unicast zurückfallen, den wir semantisch irgendwie markieren, zu sagen, es ist eine Nachricht dieses Multicast-Gruppenkommunikationsprotokolls. Und damit haben wir wieder das Wissen auf der Empfängerseite, dass wir das in geeigneter Form behandeln sollen. Okay? Das ist das, was wir bauen wollen. Wir möchten also eine Gruppenkommunikation ermöglichen, eine Kommunikation in einer Gruppe. Die Abstraktion ist wieder diese Vorstellung einer Prozessgruppe, die ich als das logische Ziel einer solchen Multicast-Nachricht, Multicast- oder Gruppenkommunikationsnachricht auffassen kann. Normalerweise werde ich bemüht sein, und das wird uns auch gelingen, die Gruppenmitgliedschaft vor dem Sender zu verbergen. Das geht denen nichts an. Der weiß, dass es diese Gruppe gibt und an diese Gruppe soll er etwas schicken und das ist alles, was er wissen muss. Und Gruppenkommunikation ist eben dieses Senden einer Nachricht an alle. Ich betone es nochmal, hier möchte ich es an alle zustellen, im Gegensatz zu dem folgenden Kapitel. Die Operationen, die ich hier erlaube, sind eigentlich ganz einfach. Ich darf so eine Nachricht losschicken, die dann an alle Gruppenmitglieder zugestellt werden soll.
Unter der Annahme zunächst mal, die werden wir später fallen lassen, zunächst mal unter der Annahme, dass die Gruppenmitgliedschaft stabil ist. Es kommt niemand hinzu, es verlässt niemand die Gruppe. Sie sehen hier schon die Überschrift für den nächsten übernächsten Teilabschnitt. Änderungen in der Gruppenmitgliedschaft. Das wird dann ein bisschen komplizierter. Von daher machen wir das erstmal unter der Annahme, keine Änderung der Mitgliedschaft. Und wie gesagt, ich habe darunter liegend ein Netzwerk, das einen primitiven Multicast, einen meistens unreliable, meistens unordered, irgendwie best effort, primitiven Multicast hat. Ich weiß, dass hier der Begriff Multicast zweimal verwendet wird und ich weiß, dass das manchmal zu Verwirrung führt. Kann ich kaum ändern, das ist übliche Sprechweise in der Literatur und es ist auch in gewissem Sinne die richtige Sprechweise. Beides sind Multicasts, die aber unterschiedliche Semantiken erfüllen sollen. Der hier ist Best Effort, so gut es irgend geht. Von diesem Multicast in meinem Gruppenkommunikationsschicht erwarte ich gewisse Semantiken. Und diese Semantik, diese Erwartungen, die ich an diese Gruppenkommunikation stelle, das schauen wir uns im nächsten Video und im nächsten Abschnitt an. Zunächst mal danke fürs Zuhören.